So, also wir sind heute da bei Martin im schönen Salzburg daheim. Servus Martin. Hallo Christian. Du mich eingeladen hast. Du bist ja an und für sich als Hanfrebell in Österreich bekannt worden, aber heute reden wir über das Thema Wasser, gell? Richtig. Ich habe mir einfach gedacht, ich möchte einmal ein Video machen über Wasser, weil speziell Wasser so vielfältig ist und umso mehr, dass ich forsche, umso mehr komme ich drauf, dass das Wasser das Hauptursache ist für unsere Gesundheit, ob wir krank sind, gesund werden oder unsere Gesundheit erhalten. Mhm. Wasser ist einfach absolut wichtig, das A und das O für unsere allgemeine Gesundheit. Und über das möchte ich heute ein bisschen berichten. Und wie bist du jetzt auf das Thema gestoßen, dass du dich so intensiv damit auseinandergesetzt hast? Naja, weil speziell Wasser an jeden von uns betrifft und Wasser am meisten konsumiert wird. Man muss sich vorstellen, der menschliche Körper besteht aus 75% Wasser. Wasser ist im Körper ein Reinigungs- und ein Lösungsmittel. Das stärkste Lösungsmittel und das stärkste Reinigungsmittel, was wir überhaupt haben. Zum Beispiel leiden wir unter Wassermangel, wird unser Blut dick. Und wenn unser Blut dick wird, dann besteht die Gefahr, dass man einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder irgendwas kriegt. Mhm. Und Wasser ist eben, was ist gutes Wasser? Wenn man heute schaut, dass die Wasser alle aufbereitet sind, die sind ja bei die, drum heißt es ja aufbereitetes Wasser, da ist keine Lebendigkeit mehr drin. Ein richtiger gutes Wasser, wie man es heute in die Bergen misst, das muss eine gewisse Temperatur haben, zwischen 6 und 10 Grad von mir aus, das passt, wenn es da entspringt. Es wird leicht im sauren Bereich liegen, zwischen 6,78 ungefähr bis leicht im basischen Bereich rein. Und Wasser sollte einen niedrigen Parts per Million Wert haben. Parts per Million heißt, das sind die gelösten Teilchen, die wissen Sie, auf 1 Million im Wasser befinden. Das bedeutet also, wenn ich heute ein Wasser messe, dann kann ich zwar nicht ausmessen, ob jetzt da Schwermetalle oder sonst irgendwas drin sind, aber ich kann messen, ob das Wasser jetzt mineralarm oder mineralreich ist. Mhm. Wasser sollte im Körper für uns mineralarm sein. Wir sollten uns Mineralien nicht über das Wasser zuführen, sondern über die Lebensmittel, über Obst, Gemüse, über alles, was man sich so zuführt. Aber Wasser hat ja die Aufgabe im Körper, dass Schlacken und Giftstoffe löst. Das ist ja die Aufgabe, was das Wasser im Körper erfüllt. Und wenn ich aber jetzt unter ständigem Wassermangel leide, dann muss man sich vorstellen, dann hat man schon einmal ein Problem vielleicht mit dem Stuhlgang. Und wenn man jetzt noch immer am Wasser noch trinkt, das was noch an, wenn es die Mineralwasserhersteller machen, dann noch stark mit anorganischen Mineralien versetzt ist, dann führt das natürlich für den Körper irgendwann einmal zu Problemen, weil der Körper kann nur organische Mineralien aufnehmen. Also die, was eine Bioverfügbarkeit haben. Und das bedeutet, dass der Körper darauf reagieren muss, aber dass er mit denen nichts anfangen kann. Es befindet sich zwar die Mineralien wohl in der Blutbahn, aber er muss im Körper aus Müll ablagern. Und so entstehen Schlacken. Und das größte Problem ist eben das, wenn man halt kein richtiges Wasser hat, das was einen Reinigungseffekt auf den Körper hat, dass der Körper absolut verschlackt. Ja. Und so entstehen in der Folge von Jahren oder Jahrzehnten einfach die ganzen Volkskrankheiten, zum Beispiel Rückenschmerzen, Migräne, Arthritis, Bluthochdruck, alles kann mit dem Wasser zusammenhängen. Und das ist den meisten Menschen nicht bewusst. Warum haben jetzt so viele Menschen Krebs? Warum sind so viele Menschen krank, haben Autoimmunerkrankungen oder sonst was? Bei den Lebensmitteln sind 100 E oben. Es ist alles im Prinzip giftig für uns durch die Konzentration, was wir aufnehmen. Und auch beim Wasser ist das ein Problem, was wir dann bei den Tests sehen werden, wenn das Wasser in Plastik konsumiert wird. Mhm. Die Menschen ist das nicht bewusst, dass in Plastik oder in Aluminium, in die ganzen Dosen, dass sich da kollidiale Teilchen lösen. Mhm. Die ganzen kollidialen Teilchen schweben in dem Wasser um und um. Es wird aufgenommen, wird dann im Körper wandert das durch die ganze Blutbahn und das Aluminium kann sich natürlich sogar die Blut-Gehirn-Schranke überwinden und reichert sie oben im Kopf an. Und wenn einfach einmal durch ein
jahrelangen Missbrauch, wo man sich gar nichts denkt dabei, aus Aluminiumdosen trinkt, dann kann es da halt passieren, dass dem Alter im wahrsten Sinne das Gehirn aus der Nase rausläuft. Dann hast du Alzheimer, hast Demenz oder du kriegst einmal einen Gehirnschlag oder Krebs, alles ist möglich. Und das möchte ich den Menschen im Prinzip bewusst machen, weil die wissen ja das gar nicht, was richtiges Wasser ist und das Wasser eben, wie ich schon gesagt habe, ein Lösungsmittel ist. Jetzt löst es auch da im Aluminium die Teilchen aus oder auch im Plastik. Mhm. Und dass die in unserem Organismus nichts zum Suchen haben, das ist eh klar. Und jetzt auf die Frage eben, was ist gutes Wasser? Richtig gutes Wasser ist einfach ein Wasser, das was frisch in einer Quelle entspringt. Und das, was mineralarm ist, vom Geschmack einfach gut schmeckend, geruchlos und da wo man einfach man spürt das einfach, es ist vitalisierend und das Problem ist das, dass ein Wasser einfach die Lebendigkeit verliert, wenn das jetzt durch Rohre gepumpt wird, da wo es dann steht, weil Wasser ist ein Informationsträger und hat ein Gedächtnis, es kann also alles speichern. Wenn jetzt Wasser in die Rohre steht, so wie man es heute bei aufbereitetem Wasser überall sieht und in die Haushalte, dann reichert sich das über Nacht mit den Giften an, die was in die Rohre drin konzentriert ist. Jetzt in der Früh trat man auf, lässt sich das Wasser rein, dann hat man natürlich eine hohe Konzentration an Schadstoffen und Giften drin. Mhm. Das Wasser natürlich, das was jetzt aufbereitet wird, sicher ist das in diesem Sinne im chemischen Bereich ja nicht giftig für Menschen, aber es ist aufbereitet, das bedeutet, es ist Fluorid dabei, es ist Chlor dabei, dass das im menschlichen Körper nicht gut tut, das muss man sich vorstellen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass 1980 die Grenzwerte für Trinkwasser laut Trinkwasserverordnung. Und wie gesagt, 1980 sind die Parts per Million, also der höchste Grenzwert, bei 140 liegen. Also 140 ppm. 140 ppm. Mhm. Im Jahr 1990 ist er angepasst worden auf 500 Parts per Million. Und im Jahre 2001 hat man den Grenzwert einfach noch Wasserqualität auf 1250 Parts per Million angehoben. Dass das natürlich unseren Organismus auf also nicht gut tut und dass das nicht jeder Organismus verträgt, das muss uns im Prinzip auch klar sein. Weil wenn ich nicht mehr da brauche, als wir nur die Grenzwerte nach der Wasserqualität anzupassen, dann ist das ja natürlich alles kein Problem. Aber laut meinen Forschungen habe mich, also was ich herausgefunden habe, das ist einfach das Wasser von 0 bis 50 Parts per Million, man kann darauf ausgehen, das ist einmal ein mineralarmes Wasser. Das hat einfach im Körper einen reinigenden Effekt. Mhm. Das löst Giftstoffe, das löst Schlacken. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass speziell Menschen, die was krank sind oder eine Chemo hinter sich haben, die ganzen Giftstoffe sind ja im Körper drinnen. Und die müssen ausgeschieden werden. Und natürlich kommt dann der Krebs automatisch wieder zurück, wenn der Körper kein Immunsystem aufbauen kann. Wenn die ganzen Giftstoffe drinnen sind, die was ihn behindern, dass er Immunsystem entwickeln kann. Und von meiner Sicht her ist einfach ganz wichtig, dass man speziell nach einer Chemotherapie, in der Chemotherapie, extrem viel Wasser trinkt. Weil Wasser ist das, was die Giftstoffe abtransportiert. Und gesundes Wasser eben, ne? Lebendiges, vitales Wasser. Mhm. Aber kein Wasser, das was jetzt über 100 Parts per Million hat, weil das ist im Prinzip kein Wasser mehr, das was im Körper einen Lösungseffekt hat. Und wenn ich heute Wasser trinke, das was ein grundelementares Lebensmittel ist, das was das Wichtigste ist, aus dem was der Mensch besteht, und das ist aber dann belastend für meinen Organismus und meinen Körper, dann ist natürlich klar, dass ich mich bei aller Art von Heilung, bei Krebs, egal bei was, schwieriger tue. Jetzt hat aber nicht jeder Mensch in seinem Haushalt so ein Messgerät, mit dem er das messen kann. Und wir sind doch in Österreich eigentlich mit der Auffassung groß geworden, dass wir sehr gutes Quellwasser haben aus den Bergen. Was tut jetzt ein Mensch,
der bewusst leben möchte, dass er sich an gesundem Wasser zuwenden kann, wenn er nicht unbedingt jetzt eine Quelle vor der Haustür hat? Also, ich könnte an jeden den Tipp geben, so wie bei uns, wie es bei uns in der Umgebung ist, da reicht teilweise die Trinkwasserqualitäten aus. Speziell die, was Hausquellen haben, die haben sehr gutes Wasser noch, da habe ich gemessen, also die liegen teilweise unter 50 Parts per Million. Mhm. Aber wenn man heute nur in ein paar Nachbarorte schaut, dann ist wirklich schon erschreckend, da merkt man aufbereitetes Wasser, da schwimmt der Schmutz um, da sind die gelösten Teilchen drin, da schwimmt oben ein Ölfilm umher und da sind natürlich die ganzen Pestizide, Hormone, die bringen nicht alles raus. Und dann wird das Wasser versetzt. Natürlich ist keimfrei, es sind keine Bakterien drin, aber es spüren tausende Leichen von Viren schwirren dafür und das ist alles im Wasser drin, das ist alles dort und das hat keine Lebendigkeit. Wasser ist das Wichtigste für Menschen aus dem Grund, weil wenn ich heute vitales Wasser trinke, dann gibt es mir Energie. Mhm. Wenn ich heute ein schlechtes Wasser trinke, dann zieht es mir Energie aus, wie eine Batterie. Yeah. Und wenn ich jetzt meine Zelle, jede Zelle besteht zu 50% aus Wasser. Und wenn ich jetzt ständig ein schlechtes Wasser meiner Zellinformation zuführe, dann bedeutet das, dass ich meine Zellen schlecht strukturiere. Mhm. Vitales, lebendiges Wasser strukturiert meine Zellen neu. Das hat auch der Japaner, der Emoto, der Wasserforscher, der hat das bewiesen. Masaru Emoto, ja. Mhm. Genau, die Struktur des Wassers. Und lebendiges Wasser zum Beispiel, das ist immer in Bewegung. Sobald das Wasser einen längeren Zeitraum steht oder durch Rohre gepresst wird, unter Druck, verliert es die Information und die Lebendigkeit. Und deshalb gibt es da natürlich als Hilfsmittel für die Menschen, für jedermann, die was in die Städte wohnen, ja, und eben keine so gute Trinkwasserqualität haben, das Verwirbelungsgerät, das kann man sich bei Amazon bestellen, das macht dann die Helux-Bewegung, die Rechtsdrehende, und somit belebt sie so das Wasser wieder. Also das hat dann wieder einen energetisierenden, lebendigen Qualität. Ne? Qualität. Mhm. Und natürlich kann man das auch genauso wie da mit. Okay, das sind jetzt Edelsteine. Das sind Bausteine und das sind normale Edelsteine. Mhm. Und man muss bedenken, zum Beispiel, ich sage dir da ein kurzes Experiment, ja, dass jedes Wasser eine Oberflächenspannung hat. Und das ist interessant beim Wasser, wenn man sich das anschaut, weil sonst konnten keine Tiere übers Wasser laufen. Weil das Wasser hat so eine Oberflächenspannung, dass man zum Teil eine Rasierklinge drauflegen kann und die geht nicht unter. Mhm. Und das, da möchte ich nur erklären, was Wasser was Unglaubliches, Wertvolles ist. Jetzt schaut man sich das an, da ist einfach nur der Fetzen drüber. Ja. Wenn ich jetzt so tue, dann rinnt das Wasser raus. Mhm. Jetzt schaue ich um die Oberflächenspannung. Batsch, draus um. So, und jetzt ist Wasser drinnen. Siehst du jetzt, wenn man jetzt von unten schaut, dann sieht man die Oberflächenspannung. Ja, sehe ich schon. Ja, und wenn ich jetzt da den Zahnstocher noch nehme und stecke rein, das ist ein bisschen durchgegangen, batsch. Siehst du den Zahnstocher drinnen? Aha, da ist er. Ja, genau, das nennt man Oberflächenspannung. Und umso kühler das Wasser ist, umso eine bessere Oberflächenspannung hat es.